Botschafter, liebe Freunde, ich darf Sie alle willkommen heißen im Instituto Cervantes, auch im Namen des Internationalen Literaturfestivals. Ich möchte mich heute auch bei dem Kulturattaché der Spanischen Botschaft bedanken, der diese Veranstaltung unterstützt hat. Dieses Gespräch wird auf Spanisch laufen. Wir werden aber dieses Gespräch simultan auf Deutsch übersetzen. Das heißt, das ist der richtige Zeitpunkt. Wenn Sie dieses Gespräch nicht auf Spanisch perfekt folgen können, dann nehmen Sie bitte Kopfhörer an den Eingang. Ich werde mich ganz kurz fassen, weil wir haben nur eine Stunde für diese Diskussion. Heute haben wir ein heikles Thema im Cervantes-Institut. Wir wollten aber solche Themen nicht versuchen zu vermeiden. Wir vertreten eine Kulturpolitik, in der wir den deutsch-spanische interkulturelle Dialog so verstehen, dass wir die schwierigen Aspekte unserer jeweiligen Realitäten denken, dass wir auch das ansprechen müssen. Dafür müssen wir aber versuchen, mäßige Intellektuelle zu identifizieren, die aus der breiteren Perspektive der Kultur uns helfen, Klarheit in diesem Chaos zu schaffen. Und das haben wir bei Javier Cercas gefunden. Javier Cercas ist einer der renommiertesten und angesehensten spanischen Autoren in der gegenwärtigen spanischen Literatur. Er hat gestern sein letztes auf Deutsch übersetzten Buch Terra Alta auch im Rahmen des Literaturfestivals vorgestellt, und wie alle anderen Bücher von ihm hier in Deutschland wurde dieses Buch auch sehr gut angenommen. Javier Cercas hat vieles über die Frage des katalanischen Konflikts geschrieben und veröffentlicht, spricht aber ungern in der Öffentlichkeit darüber. Vielleicht, weil er oft missverstanden wird oder zu oft attackiert wird. Deswegen möchte ich mich bei ihm ganz besonders bedanken, dass er akzeptiert hat, heute bei uns zu sein. Er hat mir gerade gesagt, dass das ist das erste Mal, dass er in einer öffentlichen Diskussion das Thema bespricht. Das hat er bis jetzt nicht gemacht. Über seine Positionen in dieser Frage werden Sie gleich von ihm hören. Ich möchte aber nur sagen, dass Javier Cercas jegliche Form des Populismus bekämpft und fest daran glaubt, dass nur ein offener Dialog eine Lösung der katalanischen Frage schaffen kann. Ein Dialog aber, der sich von nationalistischen Fantasien verabschiedet, und ein Dialog, der die wahren Interessen der katalanischen Bürger und Bürgerinnen im Zentrum der Diskussion stellt. Für dieses Gespräch konnten wir keine weniger als Paul Ingenday gewinnen. Paul Ingenday ist Europakorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat viele Jahre in Spanien gelebt als Kulturkorrespondent der FAZ. Er ist einer der besten Kenner der Literaturmilieu in Spanien und auch ein leidenschaftlicher Liebhaber der spanischen Literatur und auch des spanischen Lebensstils. Damit Sie das verstehen, was ich meine, werde ich Ihnen erzählen, was er einmal geschrieben hat, vor vielen Jahren, vielleicht erinnerst du dich nicht mehr daran, als er versucht hat, die leidenschaftliche Liebe der Spanier für den spanischen Pata Negra Schinken zu enthüllen. Und da hat er geschrieben, ein Spanier geht zum Metzger, um Pata Negra Schinken zu kaufen, mit der gleichen Einstellung, mit der ein Schweizer zum Juwelier geht, um sich einen Diamanten auszusuchen. Und dann dachte ich mir, mein Gott, der Mann hat es richtig kapiert. Also, vielen Dank. Ich übergebe nun das Wort an Paul Ingenday und ich wünsche Ihnen einen angenehmen und sicherlich extrem interessanten Abend. Danke. Ja, jetzt guten Abend, liebe Gäste. Vielen Dank, Ignacio, für die freundlichen Worte. Ich kann mich nicht erinnern, das je geschrieben oder auch nur gedacht zu haben. Ich fand es originell. Wenn ich so spreche, ist alles gut, kein Ploppen, aber auch
gut hörbar, dann halte ich das mal so. Ich sage jetzt 2 Minuten auf Deutsch, eine ganz, ganz knappe Einführung und dann sprechen wir auf Spanisch hier und bin sehr froh darüber, dass Javier Cercas heute hier ist, denn ich habe natürlich aus der Ferne, ich bin seit über 5 Jahren nicht mehr in Spanien, seine Kolumnen gelesen, abgesehen von den Büchern. Und es ist für mich ein herausragendes Zeugnis von politischem Denken und Bürgerengagement. Engagement eines Mannes, der eigentlich bessere Dinge zu tun hätte und auf einmal war das Schlechte, das Wichtige und das Gute für ihn. Darüber werden wir gleich sprechen. Über ihn selber kann ich sagen, abgesehen davon, dass viele ihn als Leser und Leserin kennen werden, dass er 1962 geboren ist und als Kind von der Extremadura nach Katalonien kam, in Girona gewohnt hat, in Barcelona wohnt und arbeitet und dass er sicherlich am bekanntesten für seine Romane ist. Das fing besonders an mit Soldaten von Salamis, Soldados de Salamina, vor vielen Jahren schon und ist mit so vielen Preisen ausgezeichnet worden, dass ich sie wirklich nicht aufzählen kann, was er mir vergeben wird. Es folgten viele weitere Romane, auf Deutsch nenne ich mal den Titel Der falsche Überlebende, auch ein politisches Thema und gestern Abend hat er Terra Alta vorgestellt, seinen vorletzten Roman, denn in Spanien ist bereits der Nachfolgeband zu diesem auf Deutsch jetzt neuen Roman erschienen. Für dann ein ganz wichtiges Buch für mich, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden, Anatomie eines Augenblicks über den Putsch vom 23. Februar 81. Ich nenne jetzt einfach, als wenn wir in der Schule, ich bin jetzt mal heute jetzt Ihr Wikipedia für eine Minute, nicht länger. Ja, nur für eine Minute. Und ich nenne Ihnen mal 5, 6 Daten, damit Sie die Zeitachse sehen. Ich könnte theoretisch unsere Geschichte im Jahr 1714 beginnen, weil das ein mythisches Datum für die Katalanen ist. Und viele, die mit dem Konflikt nichts zu tun haben, mussten nachlesen, was es mit diesem Datum auf sich hat. Und wenn Sie mal im Stadion Camp Nou waren, auch wenn die Qualität des Fußballs dort etwas nachgelassen hat, kann man dort bei 17 Minuten 14 Sekunden ein Zeichen der Independentistas sehen, ein Votum für die Unabhängigkeit. Aber die eigentliche Neuzeit dieses Konflikts war für uns Deutsche sichtbar im Jahr 2007, als Javier Cercas und andere katalanische Autoren, die Spanisch schreiben, protestiert haben dagegen, dass sie nicht mit eingeladen werden sollten als die katalanische Kultur Gastland oder Gastregion bei der Frankfurter Buchmesse war. Das ist jetzt 15 Jahre her und ich erinnere mich sehr gut daran, sogar einige auch heute verstorbene Autoren haben damals Juan Marcé, der nicht mehr unter uns ist, aber auch Eduardo Mendoza, Javier Cercas und andere haben protestiert dagegen, gegen die Zweiteilung der katalanischen Kultur. Ein nächstes Datum, das ich nennen möchte, ist 2012, als der Konflikt sich entscheidend verschärfte. Nach der Krise Spanien in Finanznöten war das Finanzthema auf einmal das Hauptargument, die Schraube enger zu drehen. Mit dem Jahre 2012, also vor 10 Jahren, beginnt eigentlich der schärfere Konflikt und hat sich über die Jahre aufgebaut mit jedes Jahr neuen Demonstrationen, immer am 14. September, Diada, Entschuldigung, ist der 14. El 11, pardon. Ich habe beim 11. September immer einen leichten Schauder, den überhaupt zu sagen. Ich bitte um Entschuldigung. Den hatten wir ja auch gerade den Jahrestag. Der 11. September, Diada, mit immer größer werdenden Demonstrationen. Dann eben der Weg zum illegalen Referendum von 2017, der 1. Oktober, vorher aber am 6. 7. September im katalanischen Parlament, wo die Hälfte des Parlaments rausläuft, um an dieser Debatte, an diesem Beschluss, die Regeln zu verletzen, nicht mehr teilzunehmen. 1. Oktober, das, was wir alle gesehen haben an Bildern und die entsprechenden Wertungen der Bilder in den Wochen danach und dann die zum Teil auch wirklich unangenehmen Szenen mit Polizei und Konflikten. Und die Deutungen, wie ich gerade sagte. Dann der Prozess aus dem Jahre 2019
wo am Ende 9 führende Politiker und Aktivisten verurteilt wurden zu Haftstrafen zwischen 9 und 13 Jahren, während andere sich abgesetzt haben und nicht der Justiz zur Verfügung standen und bis heute fernbleiben. Dann im Juni 2021 die Begnadigung. Auch darüber hat unser Autor einen Kommentar geschrieben, auf den wir unbedingt zu sprechen kommen müssen. Und das ist der Stand der Dinge, was jetzt das äußere Geschehen dieses Konflikts und der, sage ich mal, Justizverarbeitung betrifft. Alles andere werden wir gleich ein bisschen streifen oder tiefer erörtern, wohin uns die Fragen auch führen mögen. Ja? Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Jetzt machen wir auf Spanisch weiter. Und ich werde jetzt Javier direkt fragen. Gut, zunächst einmal vielen Dank dafür, dass du hier bist bei uns. Du hattest gestern einen angenehmen Abend mit Peralta, deine Vorspruchsvorstellung, das erste Mal, das erste, mit diesem Buch schon? Nein, 2 Abende schon. Ja, ich war tatsächlich schon 2 Abende in Hamburg und morgen bin ich dann in Frankfurt. Ja, also insgesamt 4 Nächte, 1 Nacht Politik und 3 Nächte Literatur, 3 Abende Literatur. Eine Sache, eine Idee, die du immer vertreten hast. Hier gibt es eine ganze Liste von Dingen, die du gesagt hast, die natürlich nicht vollständig ist. Du bist Novellautor, du bist Konferencier, du bist Übersetzer, du warst auch Dozent an der Universität. Du bist ganz viele verschiedene Dinge. Wie kannst du das Leben als öffentliche Person in diesem politischen Kontext in den vergangenen Jahren vereinbaren mit deiner Arbeit als Schriftsteller, mit deiner eigentlichen Berufung? Gar nicht gut. Ich vereinbare es sehr schlecht miteinander. Ich bin Schriftsteller. Ich war nie ein Professor, der nur ab und an mal einen Roman schrieb, sondern eher ein Romanautor, der seinen Lebensunterhalt aus der Universität bezog. Ich war eigentlich immer Schriftsteller, nur das, alles andere ist eigentlich sekundär. Nichtsdestoweniger schreibe ich 2 im Monat in einer Zeitung für eine sehr weit gelesene Zeitung, nicht nur in Spanien, sondern auch außerhalb von Spanien, El País. Und aufgrund der Situation, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, vor allem eben seit der Krise von 2008, vor allem aber dann auch nochmal nach dem Katalonien-Konflikt, kann man sagen, der Katalonien-Krise, wurden meine Artikel immer politischer. Ich glaube eigentlich gar nicht, dass ich eine besonders politische Person bin. Ich habe nie einer politischen Partei angehört. Ich interessiere mich für die Politik, weil Politik kommt ja aus Polis und Polis heißt einfach Stadt und eine Stadt gehört allen. Und in diesem Maße interessiere ich mich für Politik. Aber meine Artikel hatten mit ganz verschiedenen Themen zu tun, mit Ringo Starr damals oder was mir einfach so in den Kopf kam, aber häufig auch ganz humoristisch. Trotzdem, als die Situation so schwierig wurde, fing ich an, über die Politik zu sprechen. Vor allem auch aufgrund dieser katalanischen Frage, die mich einfach beschäftigt. Ich lebe in Katalonien, ich verstehe mich als Katalan. Ich habe nie so etwas erlebt wie das, was wir in den vergangenen Jahren erleben. Und ich hätte auch nie diese Situation mir vorgestellt, dass es so passieren würde. Und das hat mich einfach dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, ich musste sprechen. Lassen Sie mich kurz eine Sache erklären, damit man vielleicht meinen Standpunkt ein bisschen kurz verstehen kann. Wie schon gesagt wurde, ich bin im Süden Spaniens geboren, in einem kleinen Dorf in Extremadura, und mit 4 Jahren bin ich nach Katalonien gekommen, nach Girona, eine kleine Stadt im Norden. Das ist was ganz Normales in Spanien. Ich bin überhaupt keine Ausnahme. Ganz viele Spanier und ganz viele Katalanen haben eine ähnliche Geschichte. Denn in Spanien in den Jahren nach dem Krieg, 40er, 50er Jahre nach dem Bürgerkrieg bis zu den 60er Jahren, ist ein großer Teil des armen Spaniens aus dem Süden, Andalusien, Extremadura etc. in die reichen Regionen Spaniens gezogen, vor allem Katalonien, Baskenland und auch Madrid.
als ich dann, deswegen, ich bin einfach ein ganz normaler Spanier und auch ein ganz normaler Katalane, weil ganz vieles Leben, also sind in meiner Situation oder haben das so erlebt. Als ich dann nach Katalonien kam, waren wir noch mitten im Frankismus und in der Schule wurde ja nicht katalanisch unterrichtet. Trotzdem lebte ich ja in einem Viertel von Einwanderern oder Auswanderern. Viele meiner Freunde waren auch Ein- oder Auswanderer, wie man das eben nennen will, und sprachen Spanisch und auch in der Schule wurde Spanisch gesprochen. Ich wusste, es gibt eine Sprache, die heißt Katalanisch, aber meine Alltagssprache war eben das Kastilische, also das Spanische. Aber als ich dann aber in die Uni kam, fing ich an, Katalanisch zu sprechen. Ich fing auch an, das zu lernen, zu lesen, zu schreiben. Und ich habe auch die katalanische Literatur studiert und habe katalanische Autoren übersetzt. Ich habe katalanische Geschichte, Kultur, Literatur studiert und habe mich auch über diese katalanischen Schriftsteller in die Literatur eingelesen. Das waren Freunde, die eigentlich alle katalanisch schrieben, also befreundete Dichter. Ich kannte damals gar keine spanischen Schriftsteller, sondern eigentlich nur katalanische Schriftsteller in dieser kleinen Universität Girona, die ist ja nicht besonders groß, saßen wir so zusammen und ich war also mitten in dieser katalanischen Kultur. Bei mir zu Hause wurde auch katalanisch gesprochen und wird noch katalanisch gesprochen. Ich bin praktisch zweisprachig. Ich spreche katalanisch mit meiner Frau. Ich spreche Castellano oder Spanisch mit meinem Sohn. Das ist was ganz Normales in Katalonien. Ich bin also, und das möchte ich wirklich unterstreichen, ich bin total für die katalanische Kultur, für die katalanische Sprache, für die politischen Institutionen Kataloniens, für die Selbstverwaltung, für alles bin ich. Ich bin aber nicht, ich bin völlig gegen, sagen wir mal, dagegen, dass es eine Abspaltung geben soll von Katalonien gegenüber dem Rest von Spanien. Ich halte das für eine schlechte Idee. Ich bin gegen diese Abspaltung, unter anderem, weil ich für ein föderales Spanien eintrete, innerhalb eines föderalen Europas und mit den Jahren hoffentlich auch innerhalb einer föderalen Welt. Das mit der Welt lassen wir vielleicht mal noch ein bisschen weit weg. Aber ein föderales Spanien ist vollkommen möglich. Spanien ist heute nicht ein Bundesstaat im Sinne wie Deutschland, aber es ist fast ein föderaler Staat wie Deutschland. Und der Beweis ist, dass wir tatsächlich alle von Spanien wie von einer Art föderalem Staat reden. Unsere verschiedenen Bundesländer heißen autonome Gemeinschaften, aber jeder Akademiker stimmt darin überein, dass unser Staat einer der am stärksten dezentralisierten Länder der Welt ist. Und ich bin einfach dafür, diesen föderalen Staat auch noch fertig weiterzuentwickeln. Also ich bin vollkommen, sage ich noch einmal, für die katalanische Kultur, Literatur etc., aber ich bin gegen die Abspaltung, gegen die Abtrennung und ich bin vollkommen gegen alle die, die, um die Abspaltung zu erreichen, die Demokratie angegriffen haben, die spanische Demokratie angegriffen haben und zwar im Namen der Demokratie. Das ist das Perverse, was der Sezessionismus eigentlich gemacht hat. Im Namen der Demokratie hat er die Demokratie angegriffen. Und das habe ich auch in meinen Artikeln immer wieder geschrieben. Und aus diesem Grund, das habe ich sehr deutlich gesagt immer wieder, ich habe gerade erst ein Interviewbuch mit Vollmer gelesen, ein Schriftsteller, der was sagt, was ganz alt, von Faulkner, was ganz alt klingt, der sagt, wenn ein Schriftsteller wirklich gut sein will, muss er total integer sein. Und das finde ich fantastisch. Das klingt natürlich altmodisch, aber das Wichtigste dafür, dass er wirklich integer ist, ist, dass er die Wahrheit sagt. Und ich habe versucht, das ganz deutlich zu sagen. Ja, und auch heute werden wir nur die Wahrheit sagen, also das, was wir als wahr halten. Und wir werden, wie bei einem Fußballspiel,
Simeone kennst du doch sicherlich. Ich habe hier immer so meine Fußball- und Bilder und Metaphern. Aber den Fußball will ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Nein, okay, wir werden nicht über den Barça reden. Aber diese Atmosphäre, alles so schwierig wurde vor einigen Jahren in Katalonien. Kannst du uns ein bisschen vielleicht in diesen Moment versetzen, als du merktest, als du diesen Schreck erlebtest, als du diese plötzlich erlebtest, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich aktiv werden, das kann so nicht weitergehen. Der Moment, wo alles begonnen hat, das war ganz klar. Das ist für dich anfing. Nein, historisch hat das begonnen. Und dieser Moment ist ganz klar. Der historische Prozess ist klar. Man kann viele Anfänge sehen, aber für mich ist der Schlüsselaugenblick, wo das anfängt, das, was kafkianisch genannt wird, der Prozess, so wird das genannt. Unglaublich, das ist das Wort, der Prozess. So wird diese Bewegung genannt, wie der Roman von Kafka. Das begann 2012. Was passierte da? Nur ganz kurz, ich werde versuchen, langsam zu sprechen, um die Dolmetscher nicht zu foltern. Was passiert? Wie beginnt das alles? Der Schlüssel ist grundlegend in der Krise 2008, 2009. Wenn Sie mich fragen, ich habe das schon oft gesagt, vor allen Dingen außerhalb von Spanien, aber auch in Spanien, ich habe es oft wiederholt. Die katalanische Krise ist die Form, die der Nationalpopulismus in Spanien annimmt. Das ist die katalanische Krise. Das heißt, wir sind alle damit einverstanden damit, dass die Krise 2008, alle Wirtschaftswissenschaftler und alle sind einverstanden damit, dass 2008 nur vergleichbar in ihrer Gewichtigkeit mit der Krise 1929. Die Krise 1929 führt zum Aufstieg oder zur Konsolidierung der Totalitarismen, des Faschismus konkreter in Europa, im Westen und führt schließlich zum Zweiten Weltkrieg mit 60 Millionen Toten. Die Krise 2008 provoziert oder bringt ein Erdbeben hervor, nur vergleichbar mit 1929. Wozu das führt, dieses Erdbeben, ist den Aufstieg oder die Konsolidierung, das, was wir Nationalpopulismus nennen. Und das hat verschiedene Antlitze, verschiedene Facetten, verschiedene Züge in der ganzen Welt. Wie der Faschismus war ja nicht gleich überall. Nicht im spanischen Falangismus oder der italienische Faschismus, das war anders. Wir haben das vergessen, aber es war doch sehr unterschiedlich. Und beim Nationalpopulismus ist das genauso. Das sichtbarste Gesicht dieses Nationalpopulismus ist Donald Trump, das alarmierendste Gesicht. Aber es hat verschiedene andere Ausformungen gehabt. In Deutschland ist etwas aufgestanden mit der Alternative für Deutschland. Der Brexit in Großbritannien ist ein Großteil, ein Ergebnis dessen, Salvini in Italien und so weiter und so weiter. Die erste radikale Äußerung dieses Nationalpopulismus in Spanien ist der katalanische Sezessionismus. Das beginnt 2018, als der erste massive Demonstration zur Unabhängigkeit, für die Unabhängigkeit stattfindet. Was damals passiert ist, es gab eine ganz starke Krise, den Menschen geht es schlecht, es gibt Menschen auf der Straße, sie demonstrieren, wie das in Madrid passiert, die Empörten, die Indignados, Menschen auf der Straße, sie beklagen sich und sie haben absolut recht, sie beklagen sich, weil sie ernsthafte Probleme da sind und die beklagen sich auch gegen die katalanische Regierung, gegen die Regierung dieser autonomen Region Katalonien. Aber die Regierung ist schlau und macht das, dass sie einen Protest gegen sie, verwandeln sie in einen Protest gegen den Zentralstaat Spanien. Wie machen sie das?
mit den Instrumenten, die sie bei der Hand haben. Die Beherrschung der Kommunikationsmedien, die ganz stark war. Die Stimmen sind in katalanischer Sprache. Die Medien, die subventioniert sind von Katalonien, sind auch in Katalonien. Die kriegen ganz viel Geld, ganz viele Subventionen. Die Zusammentreffen der Eliten, wir sprechen von einer rechtsgerichteten Regierung, die Eliten Kataloniens treten dieser Forderung bei. Warum? Damit sie Begünstigungen von Madrid bekommen, damit sie von der Zentralregierung die Möglichkeit bekommen, aus der Krise so gut wie möglich herauszukommen. Der Prozess, Procés, ohne die Eliten Kataloniens wäre gar nicht möglich gewesen. Das ist etwas, was die katalanischen Eliten voranbringen, vorantreiben. Und es gibt noch etwas, was sehr wichtig ist. Es gab immer in Katalonien, Entschuldigung, es gab immer Separatisten, aber die Prozentzahl war sehr klein, relativ klein, nur um 20%, weniger als 20%, 15-20% hat es immer gegeben, Separatisten. Aber zurzeit wächst das, weil die Rechte, die an der Regierung ist, tritt dem bei und die Eliten treten dem bei. Und es gibt dann noch einen weiteren Punkt zu dieser Bewegung. Wie schafft man es, dass die Leute auf die Straße gehen? Wie schafft man große Demonstrationen? Da gibt es noch ein Element, das sehr wichtig ist. Das hat jemand die verfügbare Utopie genannt. Das gesagt wird, die Massenmedien, die Regierung und so weiter, sie bieten den Menschen etwas an, was wunderbar ist. Eine Utopie, einen Ausweg. Wir werden ein wunderbares Land schaffen, wo wir alle reich sein werden, schön aussehen werden, groß sein werden. Wir werden als Nachtisch Eis essen. Das sagte die größte Organisation. Scheint ein Witz zu sein, was das wirklich war. Ein Land, ein neues Land, wo wir alle Eis zum Nachtisch essen werden. Und wo es außerdem wir uns befreien werden, endlich befreien werden von diesen Spaniern, die uns unterdrücken, die uns was gestohlen haben. Das ist eines der Mottos. Die haben uns bestohlen und uns unterdrückt, diese Spanier. Und die Leute glauben das. Die Leute glauben das. Denn wenn die Regierung sagt das, die Medien sagen das, die Eliten sagen das, die Banken sagen das, sie addieren sich, sie kommen alle, treten dem alle bei. Eine Frage, da fängt das an. Um das ein bisschen noch einmal zu vertiefen, das ist ja so überraschend, die Tatsache, dass die Eliten sich dort hinzufügen, da mitmachen, die Banken und die Reichen, die sagen, dass alles möglich ist mit diesem Konzept der Unabhängigkeit. Oder wie ist das? Nein, was sie wollten, ist das, was die Eliten immer gemacht haben in solchen Situationen. Die Macht unter Druck setzen, um Begünstigung zu bekommen. In dem Glauben, sie wollten die Unabhängigkeit gar nicht. Ich kann Beispiele bringen. Erklär uns vielleicht mit der Figur Artur Mas. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen auf einige wichtige Figuren dort, Personen dort. Ich denke, du hast von 2012 gesprochen. Artur Mas ist von ganz großer Wichtigkeit für den Weg, um zu verstehen den Weg, wo wir heute gekommen sind. Ich weiß nicht, ob die Menschen Artur Mas kennen. Ich werde ein bisschen allgemeiner sprechen. Da war der Präsident der Generalitat, der Regierung Kataloniens zu der Zeit. Für die Menschen, die nicht so die Details kennen, möchte ich etwas allgemeiner sprechen. Was passiert ist, ist, dass die Eliten verstanden haben, dass die beste Art und Weise, aus der Krise herauszukommen, gut herauszukommen, ist, die Leute auf die Straße zu bringen, Druck zu erzeugen, mit großen Demonstrationen zu beeindrucken, mit dem Wunsch, mit der Idee, wir wollen die Unabhängigkeit. Sie wollten aber gar keine Unabhängigkeit, sie wollten Druck ausüben, damit sie die besten Bedingungen bekommen von der Zentralregierung in Madrid. Und das haben sie gemacht mit Arturo Mas an der Regierung. Sie wollen eine Reihe von Vorteilen erreichen. Aber was passiert ist, wenn man die Leute auf die Straße herausbringt, dann ist das ganz leicht, wenn man die Instrumente hat dafür. Aber sie dann danach wieder zurück nach Hause zu bringen, dann ist das ganz schwer. Die Menschen glauben an die Utopie. Die Menschen glauben an das, was ihnen angeboten wird. Und sie glauben, dass das ein wunderbares Land sein wird und dass die Europäische Union uns mit offenen Armen aufnehmen wird. Und Spanien ist keine Demokratie, sondern ein Unterdrückerland wie die Türkei. Das alles glauben die.
Und die Eliten entfleucht das alles aus den Händen. Sie verlieren die Kontrolle, es kommt in die Hände von Menschen wie Puigdemont, der zu dieser Elite nicht mehr gehört. Er ist ein wahrer Taliban, er ist ein Gläubiger für die Sache, ein Gläubiger an die Sache, Glaubender an die Sache. Und wir kommen dann bis 2017, was passiert ist, dass das katalanische Parlament einen Putsch gegen die Demokratie ausübt. Was passiert ist, dass sie machen einen Putsch gegen die Demokratie. In welchem Jahr hast du Puigdemont kennengelernt? Ihr seid aus der gleichen Stadt, aus dem gleichen Dorf sogar fast. Das gleiche Dorf nicht, aber aus der gleichen Stadt. Also lange, lange her, dass ich ihn kenne, aber ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Ich kann nicht sagen, dass ich sein Freund sei. Er war Bürgermeister meiner Stadt, hat ein Buch von mir vorgestellt. Aber ich möchte darüber nicht sprechen. Ich möchte gerne, dafür bin ich nicht hierher gekommen. Ich möchte gerne erzählen, was passiert ist. 2012 beginnt dieser Prozess, die Kontrolle verlieren die Eliten darüber, und denn die Leute glauben an diese Utopien. Und unverantwortliche Regierende, anders kann man das nicht sagen, sie stellen sich gegen das Gesetz, gegen die Demokratie, im Namen der Demokratie. Am 6. und 7. September 2017 ist etwas Unglaubliches passiert, dass das katalanische Parlament etwas völlig zerreißt. Können Sie sich vorstellen, ein Parlament eines Bundeslandes, das Verfassungsgerichtsbeschlüsse einfach zerreißt, völlig in kleine Stücke zerreißt. Nicht nur das. An dem Tag heben sie auf, ohne irgendeine Legitimität zu haben dafür, mit einer im Parlament hatten sie die Mehrheit, aber nicht eine ausreichende Mehrheit, heben sie den Statut, die katalanische Verfassung auf, und die spanische Verfassung machen sie auch ungültig in Katalonien. Sie teilen Katalonien durch die Hälfte in zwei Teile und sie schaffen eine Situation, die Flucht von tausenden Unternehmen erzeugt. Tausende Unternehmen sind gegangen, die Eliten, als sie gesehen haben, es gibt Probleme, sind die geflohen. Die gleichen Leute, die das Projekt in Gang gesetzt haben und die dachten, dass sie das unter Kontrolle halten konnten, die sind geflohen. Das ist, lieber Paul, in der Geschichte oft passiert. Die Eliten schicken die Menschen auf die Straße oder haben großen Teil daran, dass die Leute auf die Straße gehen und glauben, dass sie danach kontrollieren werden. Und danach können sie nicht kontrollieren. Und dann gehen die Eliten weg. Und die Menschen bleiben dort mit ihren Problemen. Was passiert? Ich bin gleich zu Ende. Aber 2017 war wirklich schrecklich. 2017, als die Welt auf Katalonien schaute, die Medien schauten auf Katalonien von aus der ganzen Welt, es wird ein Putsch gegen die Demokratie aus dem Parlament heraus gemacht, die Verfassung von Katalonien wird verletzt, die spanische Verfassung wird verletzt, es ist eine Situation entstanden, dass die Unternehmen fliehen und die Gesellschaft teilt sich in zwei. Und das, was passiert, ist Folgendes. Der Geschichtswissenschaftler Josep Fontana, du kennst den, der war der Patriarch der katalanischen Historiker, Sezessionist oder liebt die Sezessionisten. Er sprach von einem Vorkriegsklima, einem Klima wie vor einem Krieg, und ich bin da vollständig einverstanden, Paul, und ich habe das noch nie woanders, hätte ich nicht gedacht, in einem so privilegierten Ort, wo ich lebe. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir das wieder aufbauen müssen, neu nähen müssen, eine geteilte Gesellschaft wieder zusammenbringen müssen. Es ist ganz einfach, eine Gesellschaft kaputt zu machen und sie zu teilen, aber es ist sehr schwer, sie wieder zusammenzubringen. Da braucht man sehr lange. Ein ganz spannender Aspekt für mich war damals zu sehen, dass die traditionellen katalanischen Parteien ja eigentlich verschwunden sind, in anderen aufgegangen sind und sich einer Sache verschreiben, die eigentlich mit ihrem ursprünglichen Programm gar nichts zu tun hat.
Ja, Paul, das wird wie eine Decke über alles rübergebreitet, die Deutschen. Ihr habt wunderbare Bedingungen, wenn es darum geht zu verstehen, wohin der Nationalismus führt. Keiner kann besser als die Deutschen verstehen, wohin ein Nationalismus führen kann. Und deswegen denke ich, würde ich denken, dass die AfD zum Beispiel für die Sezessionisten ist. Das könnte ich verstehen. Was ich aber nicht verstehen konnte, war, dass die deutsche Linke oder ein Teil der deutschen Linke, wie auch ein Teil der europäischen Linke insgesamt, irgendwie Sympathien für diese Bewegung verspürt hat. Aber du weißt warum, ne? Ganz offensichtlich, weil in den 70er Jahren, als du diese Sticker damals überall gesehen hast auf den Autos, wo eben Katalonien als Symbol gegen den Frankismus benutzt wurde. Ja, aber das ist total verrückt, natürlich. Aber darüber erklärt sich, dass die Menschen, gerade so Menschen, die so ein bisschen älter sind und sich als links empfinden, immer noch diese alte, in Frankismus verhangene Denkweise haben, dass man eben diese armen, kleinen Minderheiten unterstützen muss. Ja, natürlich. Einer der Siege des Sezessionismus war es ja, also der große Sieg war es, der Welt zu verkaufen, eine ganze Tonne oder viele Tonnen von Lügen zu verkaufen, diese katalanischen Lügen. Im Evangelium heißt es, Wahrheit oder ihr werdet frei sein. Der Separatismus hat die Lüge angewandt, ganz in massiver Art und Weise als politisches Instrument. So wie, das ist eben ein Zeichen des Populismus, das haben wir auch beim Brexit gesehen, bei Trump etc. Dieses massive Lügen, du bist als Journalist natürlich damit immer wieder befasst und weißt es ja, eine Lüge verbreitet sich besser als alles andere und vor allem heute aufgrund der sozialen Netze. Und das haben sie meisterhaft betrieben. Und sie haben wirklich eine Überschwemmung, eine Sintflut an Lügen, die nie weder von den Regierungen der Spanier, weder noch von der Presse, noch von irgendjemand anderen je aufgedeckt wurden, verbreitet. Die erste Lüge, und wir können Millionen davon aufzählen, deswegen, wenn du in Spanien oder in Katalonien eine ganz einfache Wahrheit sagst, dann können dir ganz schreckliche Dinge passieren. Du weißt, das ist so passiert. Die erste Lüge, die große, fantastische Lüge ist, dass Spanien keine Demokratie sei. Das glauben. So 2 Millionen Katalanen glauben das, dass Spanien keine Demokratie sei. Und vielleicht auch hier noch einige. Aber ich sage euch Folgendes. Die spanische Demokratie ist natürlich nicht perfekt, ist überhaupt nicht perfekt, kein bisschen perfekt. Sie hat ganz, ganz viele Probleme, aber sie ist eine Demokratie. Perfekte Demokratien gibt es gar nicht. Perfekte Demokratien sind Diktaturen. Franco nannte seine Diktatur organische Demokratie. Und ihr wisst genau, dass das eine Diktatur war. Auch die Diktaturen im Osten nannten sich Demokratien, organische Demokratien, aber sie waren Diktaturen. Demokratien sind immer, also sind nie perfekt, aber sie sind unendlich perfektionierbar. Und das ist das, was mit der spanischen Demokratie passiert. Ich möchte Ihnen sagen, lesen Sie bitte alle Studien, wo es um die Demokratie, demokratische, also den Grad der Demokratie oder die Qualität der Demokratie geht. Und in allen Studien werden Sie finden, dass Spanien als Demokratie genannt wird. Nehmen Sie zum Beispiel das Ranking, das von Full Democracies spricht, von imperfekten, von anfänglichen Demokratien und Spanien gehört immer zu den vollen Demokratien. Schon immer hat es dazu gehört. Italien zum Beispiel nicht, noch nicht mal Frankreich, auch nicht Japan, auch nicht die USA. Aber Spanien war immer dabei, war immer als Full Democracy geführt. In Belgien, die Monarchie, wo sich der Herr Puigdemont von der spanischen Monarchie hin geflüchtet hat,
ist eine relativ unperfekte Demokratie. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welchem Stand das Ranking, aber nicht so hoch wie Spanien. Es gibt andere Studien, die zu meiner Überraschung davon sprechen, dass Spanien sogar über Deutschland steht. Das hat mich direkt versteinern lassen. Und ich sage hier keinen Blödsinn. Ich sage nur einfach, Spanien ist eine Demokratie. Du hast ja dort gelebt, du weißt das. Aber diese Herren haben 2 Millionen andere Menschen davon überzeugt, dass dieses Land keine Demokratie sei. Und einige, auch der Linken, sind dieser Auffassung gefolgt. Das ist keine progressive Bewegung, mit der wir es da zu tun haben. Es ist eine reaktionäre Bewegung. Und sie ist nicht solidarisch. Das muss man auch deutlich sagen. Und das wird immer nicht gesagt, aber es ist ganz und gar evident. Ich habe einen Artikel geschrieben, der hieß Die Revolution der Reichen. Sie kennen ja Thomas Piketty. Den französischen Wirtschaftswissenschaftler, der das Kapital im 21. Jahrhundert geschrieben hat. Und da sagt er mit großem Erstaunen, dass er festgestellt hat, dass in Katalonien, erstens, das sagt jetzt nicht Piketty, das ist jetzt meins, Katalonien ist eine der reichsten Regionen in Spanien. Das habe ich ja schon vorher gesagt. Wir Armen sind früher nach Katalonien gezogen, weil es eben eine so reiche Region ist, eine der reichsten Spaniens. Und seit die Welt existiert, ist es immer so gewesen, dass sich die Reichen von den Armen absondern wollten und nicht die Armen von den Reichen. Schon immer waren es die Reichen im Norden Europas, die den armen Süden vom Leib schaffen wollten. Es sind die Reichen in Norditalien, die sich die Armen vom Leib schaffen wollen. Und es sind die Reichen in München, die nichts zu tun haben wollen mit den armen Berlinern. So ist das, seit die Welt existiert. Aber in Katalonien stellt Piketty jetzt auch noch fest darüber hinaus, dass die Allerreichsten, die Menschen sind, die mit der größten Kaufkraft diejenigen sind, die für die Sezession stimmen. Es sind eben nicht die Ärmsten, sondern es sind die meiste Kaufkraft haben. So ist es. Und das ist also ein Vergleich, ein Versuch der Reichen, sich von den Armen abzusondern, abzutrennen. Ein wirklich wirtschaftliches Motiv. Dann gibt es auch ein kulturelles Motiv oder eine kulturelle Komponente. Auch das ist eine der großen Lügen. Sie haben mich ja gerade gehört. Es gibt also wirklich, wir könnten die ganze Nacht über die verschiedenen Lügen sprechen, aber diese Nacht haben wir jetzt nicht. Aber noch eine Frage, vielleicht vorher. Danach werden wir noch etwa 15 Minuten haben und diese 15 Minuten dann vielleicht auch nochmal auf 5 spezifische Fragen aufteilen können, wenn das geht. Ist das okay, wenn, also mach deinen Gedanken fertig und dann versuchen wir ein bisschen die Fragen zu stellen. Wir sagen ja immer, der Druck ist ein kultureller Druck. Sie haben doch sicher wieder gehört, dass es eine kulturelle Unterdrückung gibt. Eine Unterdrückung der Sprache, der katalanischen Kultur etc. Aber ich werde Ihnen mal was sagen. Und das ist eine Tatsache, das ist gar nicht meine Meinung. Ich versuche nicht hier meine Meinung zu sagen, sondern Tatsachen aufzuzählen. In der katalanischen Schule haben die katalanischen Schüler heute nur ein Fach auf Spanisch in ihrer Grundschulausbildung. Und 2 in der Sekundärausbildung. Alles andere, der komplette restliche Unterricht findet auf Katalanisch statt. Also alle Klassen werden auf Katalanisch unterrichtet. Also nur das Fach Spanisch in der Grundschule und später in der Sekundärschule gibt es also 2 Fächer, die überhaupt noch auf Spanisch unterrichtet werden. Und das ist Tatsache, das ist nicht meine Meinung. Denken Sie also jetzt, dass das Katalanisch unterdrückt wird? Sagen Sie, ja, und deswegen, das ist eine reine Erfindung. Und natürlich die Medien, selbst ich glaube, dass Spanien die Pluralität der Sprachen besser verwalten könnte, auch die kulturelle Pluralität besser verwalten könnte. Ich denke, wir können noch viel, viel verbessern, gar keine Frage.
sehr viel, in allen, in jeder Richtung. Aber von Unterdrückung zu sprechen, linguistischer oder kultureller, ist einfach eine Lüge. Ja, es gibt etwas, was wir versuchen werden, nach einer globalen Sicht auf den Konflikt. Du machst das viel besser als die deutschen Politiker heute. Sie irgendwo herumreisen durch das Land, um zu überzeugen, die Leute zu überzeugen, dass sie an ihre Programme, politische Programme glauben. Du machst das viel besser. Nein, nein. Das ist langweilig, absolut langweilig, was in Deutschland passiert. Wir wissen nicht, was wir machen sollen mit diesen Kandidaten, die uns nicht so gefallen. Und den meisten gefallen sie also nicht so gut. Aber du, eine zweite Karriere vielleicht? Ja, vielleicht ein Vorschlag. Wir werden ganz kurz über dieses Buch sprechen, Anatomie eines Augenblicks. Und auch wenn es ein bisschen seltsam erscheint, auch wenn es nichts mit Katalonien zu tun hat, nichts mit dem Thema von heute hat, angeblich, aber für mich hat das sehr viel zu tun im Inneren, dass das sehr viel mit Katalonien zu tun hat. Warum? Weil in diesem Buch entwickelst du dein politisch-historisches Denken, und zwar ganz meisterhaft. Das ist ein Buch über den 23. Februar 81, 23. F wird's genannt, der Putsch, ein Schlüsselmoment der spanischen Geschichte. Und du hast uns vorher gesagt, dass auch heute noch, wenn es einen Jahrestag gibt, wenn der 23. Februar begangen wird, alle 10 Jahre wird er dann auch ein bisschen größer begangen mit Büchern und neuen Theorien, wie du es schon sehr gut ausgeführt hast. Aber in diesem Buch versuchst du einen bestimmten Blickpunkt auf das Thema zu bringen. Du schaust dir da den König an, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo und den General, den armen Manuel Gutiérrez Mellado, 4 ganz wichtige Personen von Parteien oder Glaubenssätzen oder politischen Richtungen, die ganz entgegengesetzt sind. Sie sind eigentlich Feinde untereinander. Und diese Geschehnisse vom 23. Februar 1981 ist ein Schlüsselmoment, und er analysiert innerhalb von 500 Seiten auf eine ganz großartige Art und Weise, analysiert und strukturiert das, was da passiert zwischen diesen Personen. Glaubst du, ist meine Frage, bist du einverstanden damit, dass du sagst, dass da ein Denken, ein tiefes Denken über den Prozess beginnt, den historischen Prozess beginnt und auch über die historische Interpretation? Wie können wir die Vergangenheit lesen? Ich denke, das ist die Lehre aus diesem Buch, die uns auch dahin führt, zu dem Artikelschreiber Cercas, dem Kolumnenschreiber und auch dem Polemiker Javier Cercas, aber ganz ruhig, weil das ja schon Vergangenheit ist. Aber viele Sätze hier und viele Wahrheiten dieses Buches, glaube ich, die überträgst du auf diesen Prozess. Das überrascht dich ein bisschen, oder? Wie gut, dass dich das überrascht. Das ist vielleicht mein politischstes Buch, obwohl es auch andere gibt, Soldaten von Salamis, wo ein politisches Buch ist oder politische Dimensionen hat. Auch mein letztes Buch, Independencia, Unabhängigkeit, hat eine politische Dimension. Aber die Rolle, die ich zu spielen habe in dieser katalanischen Krise in den letzten Jahren, die gefällt mir überhaupt nicht, diese Rolle. Ich hasse die eigentlich. Wirklich ganz tief hasse ich die. Und ich hätte es gut gefunden, diese Veranstaltung nicht gemacht zu haben und viele Sachen nicht gesagt zu haben. Und zwar aus vielen Gründen. Aus vielen Gründen. Manchmal ist die persönliche Situation ganz schwierig und die Familiensituation wird ganz schwierig dadurch. Und ich glaube, dass ein Schriftsteller der hat das nicht verdient. Milan Kundera hat einmal etwas Wichtiges gesagt. Er sagte, ein Schriftsteller darf nicht von Politik sprechen oder soll nicht von Politik sprechen, denn sobald er von Politik spricht, wird er bekannt wegen seiner politischen Meinungen und nicht wegen seiner Bücher. Und das Beste, was ein Schriftsteller sagen muss, das sagt er in seinen Büchern. Meine politischen Positionen, die können richtig sein oder falsch sein. Was ich gerade erzählt habe, ist nichts Besonderes. Das weiß jeder, aber niemand sagt es.
Ich beschränke mich darauf, reale Dinge zu sagen. Was ich von Diketin gesagt habe, was ich von der Sprache gesagt habe, ist wahr. Ich bin da nicht besonders stolz darauf, diese Dinge zu sagen. Das müssten Sie, die Politiker müssten das sagen, die Journalisten, die Menschen, die im Vordergrund stehen. Aber ich bin an einem Punkt nicht einverstanden, einen kleinen Punkt, nämlich dass die Wichtigkeit der Worte und der Begriffe in deinen Kolumnen, in deinen Artikeln ist so sichtbar. Wir sehen das jede Woche, sehen wir das. Das sind Worte und ich glaube, dass da ein Teil des Metiers des Schriftstellers ist, über die Worte zu sprechen. Ich setze da ein Beispiel. Du hast eine Kolumne oder ein Artikel im März dieses Jahres, wo du unterscheidest zwischen politischen Gefangenen und inhaftierten Politikern. Erklär mir doch mal die Wichtigkeit dieser Unterscheidung. Politische Gefangene ist der Kampfbegriff im Deutschen. Wir sind da nicht in unterschiedlicher Meinung. Ich schäme mich nicht, dass ich diese Unterscheidung gemacht habe. Ist es notwendig, diese Unterscheidung zu machen? Dieses Wortspiel, das im Spanischen noch besser funktioniert, dass man die Worte umdreht und den Sinn vollkommen umkehrt. Inhaftierte Politiker, das heißt, dass es Politiker gibt, die etwas Illegales gemacht haben. Und wenn du oder ich oder irgendein Bürger etwas Illegales macht, dann muss er dafür bezahlen. Wir Bürger sind gleich vor dem Gesetz. Dafür gibt es die Demokratie. Wenn ein Politiker eine illegale Handlung macht, wird er verurteilt. Wenn ich eine illegale Handlung mache, werde ich auch verurteilt. Das sind Politiker, die inhaftiert sind. Ein politischer Gefangener ist etwas anderes. Das ist ein Gefangener einer Diktatur, der ist gefangen wegen seiner Ideen, wegen seiner politischen Ideen. Keiner der Gefangenen von Katalonien, die da verurteilt wurden, sind im Gefängnis, weil sie diese politischen Ideen haben. Das ist vollständig falsch. Das sagt nicht ich, das sagt Amnesty International und alle Organismen, die da sich darum kümmern. Und das ist auch ganz offensichtlich. Denn die Menschen, die ihre eigenen Ideen verteidigen, die sind an der Macht. Sie sind weiterhin an der Macht. Sie sind nicht ins Gefängnis gegangen. In Spanien geht niemand ins Gefängnis wegen seiner Ideen. Das ist kein Triumphalismus, das ist eine Offensichtlichkeit. Die Menschen kommen in Spanien ins Gefängnis, wie diese Menschen und viele andere, weil sie eine Straftat begangen haben. Sie haben Straftaten begangen, die sehr schwerwiegend sind, gegen die Verfassung. Also sehr, sehr ernste Verbrechen und sie sind von dem obersten Gerichtshof verurteilt worden. Mit Journalisten aus der ganzen Welt waren anwesend. Das heißt, es sind keine politischen Gefangenen, sondern Politiker, die inhaftiert sind. Es gibt einen wichtigen Punkt, den du gerade genannt hast. Das Gerichtsverfahren gegen die Betroffenen dieses Prozesses, die Beteiligten dieses Prozesses. Ich fand in den letzten Jahren, dass in vielen Diskussionen, dass es einen Mangel an Respekt gab gegenüber dem Rechtsstaat, gegenüber dem Staat der Gesetze. Wie erklärst du dir, dass diese Welle der Respektlosigkeit uns alle so überrascht in dieser Frage? Es wurde von Gerichtsverfahren gesprochen, als ob das in einer Diktatur, einer Tyrannei stattgefunden wäre. Wie ist das passiert, dass wir zu diesem Punkt gelangt sind, dass wir in diese Situation gekommen sind, dass die ganze Welt nicht darauf achtet, was die Gerichte sagen? Die Gerichtsinstitutionen, die zählen nicht mehr. Und ich finde, ich erkenne da, dass da ein Diskurs ist, ein ganz merkwürdiger Diskurs außerhalb der Legalität. Wie kann das passieren? Ich denke, dass das passiert sein muss, vorher schon passiert sein muss. Das kann nicht gleichzeitig erst passieren. Wie sind wir denn zu diesem Punkt, zu dieser Verachtung des Rechtsstaates? Das ist eines der Züge des Nationalpopulismus. Und das ist gemeinsam, was in den USA passiert ist, Donald Trump, der hat die Gerichte nicht respektiert, der versuchte mit denen das zu machen, was er wollte. Das ist ein Mangel an demokratischer Erziehung, eine populistische Nutzung der Demokratie. Die Anführer Kataloniens und die Regierung versuchte, die Leute zu überzeugen, und sie überzeugten sie auch, dass die Demokratie darin besteht, zu wählen. Das ist aber Unsinn. Das ist ein Quatsch.
Man hat auch in Franco-Zeiten abgestimmt und wahrscheinlich auch in Hitlers Zeiten hat man abgestimmt oder gewählt. Ich weiß es nicht. Und in den Diktaturen, die Demokratie ist doch etwas viel Komplexeres. Ist ein System von Gleichgewichten. Entschuldige, aber das ist eine der Sachen, ist die Gewaltenteilung. Es gibt die Justiz und die Justiz kontrolliert die politische Macht. Das ist ganz grundlegend in der Demokratie. Aber der Nationalpopulismus hat diese Idee geschaffen, die ganz simpel ist, die auch vollkommen falsch ist, dass Abstimmen, Wählen, dass die Demokratie allein im Abstimmen, im Wählen besteht. Das ist nicht nur in Katalonien so. Wir müssten jetzt auch einen Begriff benennen, der ganz wichtig ist in der Diskussion, immer ganz wichtig ist in den ganzen Jahren, nämlich, ich denke, dass hat dazu geführt, dass die Leute das Problem nicht wirklich gesehen haben. Und das ist der Begriff, das Recht zu entscheiden. Was ist passiert mit diesem Begriff, das Recht zu entscheiden? Wie hat er so eine Karriere hingelegt, eine frappierende Karriere hingelegt? Alle Menschen glauben, eine Region hat natürlich das Recht zu entscheiden. Ja, wirklich sehr wichtig, was die Macht, was jemand macht, der Macht anstrebt, was jemand tut, der Macht anstrebt, der auch autoritäre Funktionen hat, ist eine Sprache zu schaffen, die neu ist, eine neue Sprache zu schaffen, die die Realität verschleiert. Wenn du die Realität verschleiern möchtest, musst du zuerst die Sprache beherrschen, eine Sprache schöpfen. George Orwell würde es eine Neosprache nennen. Wir haben eine Meistersprache, die Sprache der Elite. Wir haben das Buch von Viktor Klemperer über das Nazi-Deutschland. Er hat beschrieben, wie die Nazis eine Sprache schaffen, um die Realität zu verschleiern oder zu maskieren. Das Erste, was diese Bewegung machen, ist das. Eine der großen Erfindungen war, dass der Begriff, das Recht zu entscheiden, das befand sich im Mittelpunkt der Diskussion, das Recht zu entscheiden. Hier werden wir Probleme machen für die Dolmetscherinnen. Das Problem, das Recht zu entscheiden, ist eine Verirrung, eine sprachliche Art. Es hat keinen Sinn, das Verb zu entscheiden, dieses Recht zu haben. In der Demokratie kann man immer irgendwelche Dinge entscheiden, aber ich kann nicht abstrakt entscheiden. Ich kann nicht entscheiden, ob ich Steuern zahle oder nicht Steuern zahle. Ich muss Steuern zahlen. Und wenn ich nicht Steuern bezahle, dann gehe ich ins Gefängnis oder ich bekomme eine Geldstrafe. Sie haben diese ein gefangener Schriftsteller also. Ja, und das nennt man Euphemismus, was dort geschaffen wird. Worauf sie sich bezogen, das Recht zu entscheiden, was sie meinten, ist, dass wir Katalanen entscheiden können, was wir Lust haben. Wir könnten doch auch entscheiden, dass wir uns von Spanien absondern, wenn wir das möchten, ohne Problem. Und dafür gibt es dann auch die Mehrheit. Das ist wichtig, wenn man von diesem Thema spricht. Eine der anderen großen Lügen ist, oder dass eine große Mehrheit der Katalanen die Unabhängigkeit. Und das ist falsch, dass es dort eine große Mehrheit für die Unabhängigkeit gab. Die Wahlen einer nach der anderen beweisen es. Die Hälfte höchstens der Katalanen stimmen für Unabhängigkeitsparteien. Die andere Hälfte stimmt nicht für Unabhängigkeitsparteien. Das ist so. Das ist eine Tatsache. Also, das Recht zu entscheiden, dieser Begriff war ein Euphemismus, der eigentlich dafür stand, das Recht für Selbstbestimmung. Und erlauben Sie mir jetzt präzise sein. Das erzählen auch die Politiker nicht. Niemand erzählt das und das ist erstaunlich, weil es ist so offensichtlich. Die Spanier, die Katalanen einschließlich, wir üben das Recht auf Selbstbestimmung aus, seit es die Demokratie gibt. Denn das Recht auf Selbstbestimmung bedeutet, dass wir das Recht haben, unsere eigenen Repräsentanten wählen dürfen und dass die uns regieren in unserem Auftrag. Was die Unabhängigkeitskämpfe und Sezessionisten, Separatisten wollen, ist das Recht auf Sezession. Das Recht auf Selbstbestimmung wird verstanden als das Recht auf Separation, auf Sezessismus. Im Völkerrecht, ich bin kein Jurist, aber ich habe mich informiert, ich kann lesen, dieses Recht, wo jeder weiß, jeder Spezialist weiß das, das Völkerrecht erlaubt das nur in Situationen von massiver Menschenrechtsverletzung oder im Fall des Krieges. Das ist ein Recht, das erdacht wird für die Kolonien. Dafür wurde das erdacht.
Anders gesagt, in den Demokratien gibt es kein Recht auf Sezession, auf Abtrennung. Deshalb hat keine Verfassung demokratischer Natur, außer die Sowjetunion, die kein demokratisches Land war, ermöglicht das Recht von Selbstbestimmung, also das Recht, sich abzutrennen. San Marino hat das wohl auch. Platz 2 gibt es die Sowjetunion und es gibt viele Beispiele, wo man das versucht hat. In Bayern gibt es eine Partei, aber das Verfassungsgericht vor 4 oder 5 Jahren hat beschlossen, das war ein Absatz in der Zeitung. Es ist leicht, das Argument zu zerlegen, dass man sagt, die deutsche Verfassung erlaubt es nicht, dass man sich abtrennt, dass man unabhängig wird. Es gibt auch andere mächtige Aspekte. Wir können eine ganze Stunde davon sprechen, aber keine demokratische Verfassung ermöglicht das. Und das ist dieses Kampfthema in Katalonien. Aber die Leute denken doch, wir können, das sei in unser Recht, wir würden was gerichtet. Also es gibt noch 2 Fragen, Javier. Die Politiker sprechen immer 2-3 Stunden, also kein Problem, du bist noch gut im Schnitt. Nein, ich bin ja kein Politiker. Nein, alles klar, alles gut. Aber noch 2 Fragen, die mich wirklich interessieren. Erstens, warum hat die Mehrheit in Katalonien so lange geschwiegen? Ganz kurze Frage. Und die zweite, deine vorletzte Kolumne oder vielleicht sogar die letzte, ich weiß gar nicht genau, hat einen etwas optimistischeren Klang im Sinne von, dass du sagst, doch, es könnte was Positives passieren, es könnte eine Lösung geben. Fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an. Also die Hälfte der Katalanen, mehr oder weniger, ob das jetzt 51% oder 49% sind, ist nicht so wichtig. Praktisch die Hälfte der Katalanen hat über die Jahre hinweg nichts gesagt und nichts getan. Warum ist das so? Das ist ganz einfach, weil es total unpopulär ist. Weil die Wahrheit zu sagen etwas sehr Unpopuläres ist und du machst dich zum Feind des Volkes. Aber also wegen der negativen Effekte, sie müssen doch sehen, dass was passiert ist. Nein, aber sie sind leise, sie sagen nichts, weil sie Angst davor haben, zum Volksfeind zu werden. Du kennst sicherlich das Ibsen-Stück. Du willst nicht zum Volksfeind werden. Aber es ist die Hälfte, ja. Aber die Medien sind unter der Kontrolle der Unabhängigkeitsbefürworter. Es gibt einen Ausdruck, den der Historiker Pierre Villard nannte, als er vom Aufstieg der Faschismen sprach in den 20er Jahren. Und zwar von der Einstimmigkeit, also dem Unanimismus. Das heißt, diese Illusion der Einstimmigkeit, die aufgrund der Angst entsteht, eine anderslautende Meinung auszudrücken. Also diese Idee, dass alle der gleichen Meinung wären, nur weil es so viel Angst davor gibt, eine anderslautende Meinung zu sagen, zu äußern. Und das ist das, was passiert ist. Sogar in Katalonien, und das weiß ich ganz genau, dass tatsächlich ganz, ganz viele Leute dasselbe dachten. Wenn du gesagt hast, in dem Moment, wo du gesagt hast, nee, das finde ich nicht gut, hast du Freunde verloren. Du wurdest zu einem Außenseiter. Du bekamst Familie, Probleme in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, etc., etc. Das war der einzige Grund, warum sie das nicht getan haben. Es ist einfach unpopulär. Ich glaube, wir werden jetzt gleich hier rausfliegen. Also der Direktor ist ja hier, aber ich möchte noch etwas sagen, bevor wir zum Ende kommen. Vielleicht noch ganz kurz zu der letzten oder vorletzten Kolumne, wo du sagst, doch, es gibt Anzeichen für Hoffnung in den jetzigen Entwicklungen, ein paar Jahre nach dieser Katastrophe von 2017. Warum denkst du, also oder wo siehst du das? Ach, ich hoffe es einfach. Wir brauchen das, weil du nichts anderes hoffen kannst. Nein, wir brauchen eine Lösung. Und die Lösung beginnt damit, dass man anfängt, die Wahrheiten auszusprechen. Aber du wolltest noch was sagen zum Ende.
Hast du ein Gedicht? Nein, aber es ist das erste Mal, und es wäre so schön, wenn es eins wäre. Das erste Mal, dass ich tatsächlich bei einer Veranstaltung wie heute spreche, und ich möchte euch hier etwas zeigen. Dieses Papier habe ich immer bei mir dabei. Das trage ich immer mit mir rum, denn auf diesem Papier, das könnt ihr sehen, das habe ich immer in meiner Geldtasche, weil ich weiß, dass das, was ich euch jetzt vorlesen werde, ihr nicht glauben würdet, wenn ich das einfach nur sagen würde. Aber ich lasse es hier, es steht hier auf Papier geschrieben und ich erzähle euch keine Lüge. Das ist, dieses Blatt Papier ist schon ganz abgenutzt und es ist ein Artikel, der veröffentlicht wurde vom ehemaligen Präsident der Generalitat, nämlich Joaquim Torra, also Jim Torra. Der war ja bis vor kurzem noch Präsident in Katalonien und das zwar mehrere Jahre lang. Und das ist ein Artikel, den er 2012 veröffentlicht hat, unter der Überschrift auf Katalanisch: Die Sprache und die Bestien. Die Sprache und die Bestien. Das war die Überschrift. In diesem Artikel, Sie wissen sicherlich alle, dass die katalonische Unabhängigkeitsbewegung sich ja immer als sehr progressiv darstellt und sehr, sehr links und sehr emanzipatorisch. Und in diesem Artikel spricht dieser Mann über Menschen, die in Katalonien Spanisch sprechen. Über Menschen, die in Katalonien leben, Spanisch sprechen und kein Katalan können. Ich kann Katalan, aber meine Mutter zum Beispiel kann tatsächlich kein Katalonisch. Sie ist mit 5 Kindern spät nach Katalonien gekommen und hatte gar keine Zeit, Katalanisch zu lernen in jener Zeit. Und dieser Mann spricht also über Leute, die nicht Katalan sprechen können und sagt das Folgende. Ich lese es jetzt erstmal auf Katalan vor, das werde ich dann nicht dolmetschen, weil das verstehe ich nicht. Son carruñaires, excursión. Und jetzt übersetze ich das ins Spanische. Das sind Aasfresser. Sie sind Skorpione, Blutsauger, Hyänen, Bestien in menschlicher Form. Das hat Jim Torra gesagt, der Präsident der Generalitat über viele Jahre hinweg war. Können Sie sich daran erinnern, wann das letzte Mal jemand so etwas gesagt hat? Ich möchte auch dazu fügen, dass ich zu diesem Artikel damals selber einen Artikel geschrieben habe, um diesen neuen Präsidenten damals vorzustellen. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren kann. Nie hätte ich mir vorgestellt, dass so eine Person in irgendeinem Land dieser Welt auch nur irgendein öffentliches Amt bekleiden könnte. Meiner Meinung nach müsste er sich irgendwo verstecken. Aber überall gibt es Xenophobie, Ausländerhass in der ganzen Welt. Aber das ist ja noch schlimmer. Und wenn diese Menschen auch noch an die Macht kommen, dann haben wir wirklich ein Problem. Und das ist keine Anekdote. Dieser Artikel ist keine Anekdote und ist kein einzelner, isolierter Artikel, sondern er gehört zum Denken dieses Herrn, dem Präsidenten der katalanischen Generalitat. Ja, ich glaube, wir werden keine idyllische Art und Weise finden, diese Abendsveranstaltung zu beenden. Das wird es wohl nicht geben. Aber ich danke ganz herzlich allen, die gekommen sind, und Javier Cercas für diese Bereitschaft, hier mit uns zu reden und uns Dinge zu erklären und auch einige Dinge zu gestehen und viele Dinge zu erleuchten und zu analysieren. Ganz herzlichen Dank.